So, neben mir haben wir jetzt den Haider und den habe ich hier getroffen auf dem Odeonsplatz und er ist auch mitgelaufen. Und ja, was sind deine Eindrücke von der Demo heute? Warum bist du mitgelaufen? Es war meine erste Demo tatsächlich, also soweit ich weiß, ja, meine Regensburg irgendwas Kleineres, okay. Aber jetzt so in München oder irgendwas Größeres auf jeden Fall das erste Mal. Ja, ich bin mitgelaufen, weil selbsterklärend ich gegen Artikel 13 bin. Warum? Das ist doch komisch. Ja, ich weiß schon, als einer der wenigen hier, gell, auf der Demo heute. Verstehe ich überhaupt nicht. Also im Endeffekt ja darum, es geht ja darum, dass man im Endeffekt durchaus sagen kann, oder sehr wichtig ist eigentlich, Künstler zu schützen, Urheberrechte zu schützen, aber die Problematik darin, wie wir alle wissen, liegt einfach in der Umsetzung. Und im Endeffekt lässt es sich ohne Upload-Filter nicht umsetzen. Und Upload-Filter bedeutet in der Form, in der es momentan auch KI-mäßig möglich ist oder algorithmusmäßig, dass eine Vorzensur stattfinden muss in gewisser Weise oder in bestimmten Fällen. Und das klappt halt nicht. Und das ist meiner Meinung nach etwas, was wie gesagt ein durchaus nobles Ziel ist, Künstler zu schützen, aber dadurch, wie es gerade durchgesetzt werden sollte, wird kein Künstler geschützt. Es dient den Konzernen, es dient dem Lobbyismus und es ist in der Form nicht umzusetzen. Bist du ja auch Influencer? Hast du dafür Geld heute bekommen? Für heute Geld? Ja. Wenn du mir was gibst, dann ja, ansonsten nicht. Ne? Okay, weil im Internet gehen jetzt schon Gerüchte rum von CDU-Anhängern, 450 Euro. Also du hast nichts bekommen. 450 Euro? Pro Person. 450 Euro mal gar nichts. Da könnten wir hier noch eins saufen gehen dann. Ja, für 450 Euro, da wäre jetzt was. Blau. Ja, genau. Aber nein, um Gottes Willen. Das ist aber dieses Verhalten, was womöglich für eine ganze Generation CDU, CSU etc. unwählbar macht. Da würde ich tatsächlich echt ein bisschen aufpassen, was die Leute, diese ganze Nach- und Sinnflut-Einstellung an den Tag legen. Nein, ihr habt kein Geld bekommen. Wir sind hier mit Kumpels da ganz normal und es ist sehr wichtig, dass man dafür auf die Straße geht. Es wäre tatsächlich sehr wichtig, dass man da noch anknüpft und nicht nur einfach sich für eine Sache interessiert, sondern vielleicht jetzt mal auch so. Ich hoffe, dass tatsächlich einige Leute so ein bisschen politisches Interesse dann vielleicht irgendwie so im Hauch bekommen, das wäre natürlich nicht unschlecht. Ich sag mal so, 2012 war ja die ACTA-Geschichte, kannst dich vielleicht auch noch erinnern, da hat es ja auch dann die ganzen Parteien, die sich damit intensiv beschäftigt haben, Piraten und so weiter, die haben davon ja ultra profitiert. Denkst du, dass das jetzt diesmal auch so sein wird oder glaubst du, das Einzige, was passieren wird, dass die CDU sowieso keine jungen Wähler bekommt, was sie eh nie hatte? Also ich glaube tatsächlich, dass die Wahlergebnisse dann irgendwann gar nicht so krass ausfallen werden, weil wir doch sehr viele auch ältere Wähler haben und gerade dadurch wird es, glaube ich, jetzt nicht so extrem alles irgendwo erstmal verfälschen oder ändern, aber ich weiß nicht, ich denke, wie gesagt, wenn man dann dranbleibt, das Problem ist einfach nur, ich würde mir ja gar nicht, ich finde das ja auch gar nicht cool gerade, wie es ist, weil ich mir einfach das denke, Leute, können wir da nicht so ein Entgegenkommen irgendwo haben, weil es hilft ja keinem was, wenn die eine Seite poltert und die andere Seite poltert und die sagen dann, oh, wir sind gekauft, wir haben ja keine Ahnung, wir sind zu jung, also ich bin zu alt, aber viele Leute hier sind ja extrem jung, sind teilweise noch nicht mal in einem Wahlalter, aber trotzdem gehen sie raus, aber ich denke mir trotzdem, es wäre schön, wenn man sich ein bisschen arrangiert, wenn die Politiker irgendwo sehen würden, es hat ja durchaus Hand und Fuß, was da angekreidet wird. Und vielleicht, wenn ja selbst ein, was war es denn, ich glaube, das war der Deutsche Informatikverbund, es sind die Digitalpolitiker bei der CDU, CSU, die ja auch sagen, nein, es ist so nicht durchführbar. Und dann aber einfach stumpf drauf zu beharren, und bis zu einem Punkt, an dem man ihnen wirklich Lobbyismus vorwerfen muss, ist halt sehr unschön. Ich glaube, dass das schon ein bisschen größere Wellen schlägt. Ich hoffe auch, dass heute einiges auch in deutschlandweit eben erreicht wird. Hier war die größte Demo in München. Über 40.000. Nein, nicht in Berlin. In Berlin 30.000. Aktuelle Informationen von der Regie. 30.000. Wow, okay. Ja. Also wirklich überraschend. Dementsprechend ist hier auch alles zusammengebrochen, Mobilfunknetz. Aber hier war die größte Demo. Okay, das überrascht mich tatsächlich. Aber sehr gut. Also. Auf jeden Fall. Was hast du denn so unternommen, sag ich mal, um auf den Missstand drauf aufmerksam zu machen? Klar, Videos wahrscheinlich. Hast du auch Politiker angerufen? Tatsächlich, ich habe jemanden angeschrieben, also aus dem Parlament. Ich habe jetzt videomäßig gar nicht so viel gemacht. Und bei mir wurde es tatsächlich irgendwann war so der Punkt erreicht, wo es mir ein bisschen zu viel wurde, weil es dann tatsächlich eher so ein bisschen in Hetze ausgeartet ist. Und genau das sollten wir ja nicht tun, was von oben kommt quasi, dass dieses Belächeln und dieses Nein, so ist es ja nicht. Und einfach, das sollte eigentlich nicht von unserer Seite kommen, auch wenn man da sehr verführt wurde durch einige Kommentare. Ja, es ist halt immer schwierig, sag ich mal, so die Balance zu bewahren, weil im Endeffekt wirft dir dann eh jemand vor, dass du für eine Partei Propaganda machst. Genau, richtig. Und das macht es natürlich nicht einfach und da verstehe ich auch die Wut. Man müsste sich dann ab und zu vielleicht auch mal ein bisschen hinsetzen, runterkommen und vielleicht auch tatsächlich auch nochmal schauen, gegen was man poltert, weil auch nicht alle Fakten von der und der Seite waren richtig. Und dann nutzen natürlich gewisse Parteien auch, das ist das Nächste, dass das viele Leute dann Politikern nachreden aus anderen Parteien.
die ja auch durchaus Interesse haben und auf Wählerfang gehen. Und da muss man auch wieder ein bisschen differenzieren. Also ich denke einfach so ein bisschen zur Ruhe kommen, mal über den Tellerrand schauen, nochmal schauen, was man vertritt, wie man es vertritt. Aber grundsätzlich ist das ja auf jeden Fall eine gute Sache. Es gab ja hier auch Probleme, haben wir mitgekriegt von der Polizei, dass eben ja, sag ich mal, nicht politische Organisationen versucht haben, die Demo ein bisschen zu instrumentalisieren im Hintergrund, wurde allerdings ein bisschen abgewendet. Vielleicht noch interessant für uns, es gibt ja die Diskussion mit der Newstime immer und den ganzen YouTubern, die jetzt einmal schnell darüber berichten. Wie siehst du das Ganze? Ich habe ja schon so ein bisschen unterschwellig Kritik rausgehört. Was ist deine Meinung zu der Berichterstattung über Herr Newstime? Also ich würde jetzt gar nicht so spezifisch auf Herrn Newstime gehen oder das ganz kurz nur abreißen. Ich fand es gut, dass er mal von seinem ganzen Boulevardjournalismus, Bildzeitung auf YouTube, so muss man es nennen, sorry Newsy. Ja, er hat teilweise darüber berichtet, dass Ernährungsumstellungen bei YouTubern durchgeführt werden. Also einige Sachen, die... Bunte Skala. Ist ja nie so schlimm, aber es ist halt so, ich fand es cool, dass er da sehr engagiert war. Ja. Ich fand es auch sehr gut, dass er... sich sowohl ein Axel Voss als auch ein Timo Wölken, Wölken mit reingeholt hat, um einfach, reingeholt hat, um da zu diskutieren, also auch beide Seiten beleuchtet hat. Das ist gut. Mir wurde es ab einem gewissen Punkt persönlich, nur meine persönliche Meinung, etwas zu viel. Und dann gab es ja auch den einen oder anderen YouTuber, jetzt zum Beispiel Simon Will, also ehemaliger Junggesellen, der jetzt bei Funk ist, dass mir persönlich, auch wenn ich den privat total gerne mag, ein super netter Kerl, war mir zu viel Werbung für einen selbst, war mir zu viel, ich verkaufe Merch, auch wenn wir da was spenden und so, aber es war alles so ein bisschen, wo ich sage, ja, aber genau das soll das halt nicht sein. Es ist so, natürlich, wir, meiner Meinung nach, wir YouTuber sind, auch da, gerade bei der Thematik, total in der Pflicht, unsere Reichweite zu nutzen, um den Leuten auch zu sagen, pass auf, Leute, wir gehen auf die Straße, geht mit uns auf die Straße. Für den und den Zweck recherchiert aber. Lasst euch auch nicht, nur die paar Sätze, die wir sagen, sind, die reichen nicht. Also bitte macht euch schlau, bildet euch darüber. Aber es geht nicht um uns, es geht gegen Artikel 13. Es geht darum, dass es so nicht umsetzbar ist und nicht, dass wir auf der Bühne stehen und uns feiern lassen. Weil das ist genau das, warum ich auch in meinem Video, ich habe ein Video darüber gemacht, eben, in dem ich einfach noch sage, hier, Reminder, ich bin auch dabei. Es würde mich freuen, wenn ich euch dazu motivieren kann, aber ich werde nicht auf der Bühne stehen mit einem Megafon, Glück sagt und mir verbal einen abwickst. Also du wolltest auch nicht auf die Bühne? Okay. Also weder Megafon noch Bühne noch Autogramme. Also klar, wenn jemand kommt und Fotos wäre cool, aber das ist für mich ein bisschen zu sehr Selbstinszenierung und das möchte ich nicht, weil es um was anders geht. Okay. Also man muss dazu sagen, es hat kein einziger YouTuber, wir haben vorhin mit dem Veranstalter gesprochen, hat gesagt, hey, ich möchte auf die Bühne oder ich muss unbedingt auf die Bühne. Also von daher spricht das auch ein bisschen für deine Person. Dass sie auch in den letzten, durch die letzten Demonstrationen, die ja super waren, grundsätzlich diese spontane Demonstrationen, top, Hut ab, aber da war es zu sehr, mir ein bisschen zu sehr, ist es in diese Selbstinszenierungsnummer gegangen. Und das ist schade, weil es verwässert das Ganze auch. Und vor allen Dingen, weil, man darf auch nicht vergessen, außerhalb unserer Blase, die Leute sehen das, auch erwachsene Leute sehen das und denken so, warum steht der da auf dem Ding und streitet die Seele aus dem Leib, wie damals, Save Your Internet, wie damals Richtung Zweiter Weltkrieg. Das ist einfach so ein bisschen zu krass. Aber es sind auch sehr viele Memes entstanden bei der Geschichte. Gut, vielen Dank, dein Statement hier aus München. Und was würdest du abschließend noch den Leuten raten, wenn das jetzt noch rechtzeitig online geht, vor der Abstimmung, was können die Leute noch tun oder kannst du noch irgendwelche Tipps geben? Faxgerät war ja heute schon mal so ein Beispiel, das fand ich auch ganz gut. Faxgerät war... Hast du es nicht mitbekommen? Dass man Faxe verschickt an die Abgeordneten anstatt E-Mail. Das ist gar nicht, E-Mail ist dann immer noch so eine Sache. Ich wollte jetzt mal als Tipp geben, abonniert meinen Kanal, aber das wäre zu viel Werbung. Leute, Selbstinszenierung und so. Also. Also haptisch ist immer besser. Briefe, Faxe, Anrufe tatsächlich. Bei E-Mails, so schön sie auch sind oder auch bei Petitionen, an Petitionen teilnehmen, ist schnell gemacht, ist cool. Aber es ist nur eine Zahl und die wird halt sehr schnell runtergehandelt, wie wir jetzt in letzter Zeit gesehen haben. Das heißt, sind ja nur Bots und so weiter. Sondern wenn man wirklich anruft und wirklich was tut und natürlich das vorher informieren, da gibt es auch ein schönes Video von Rezo an der Stelle, der auch so eine Liste mit reingepackt hat mit Argumenten, die man bringen kann. Lest euch das auf jeden Fall durch, argumentiert, ohne irgendwie mit Hate oder sonst was, weil das bringt keinem was. Wenn man irgendwo anruft, muss man sich ja selbst verstellen, wenn man das Telefon klingelt und jemand beschimpft einen, mal keine Ahnung, okay, ich bin scheinbar ein Arschloch, hilft nichts. Also wirklich überlegen, argumentieren, es den Leuten nahebringen, ohne Hate, wie gesagt, auch mal mit Verständnis, auch sich Argumente eingehen lassen und einfach ein bisschen was tun. Und wie gesagt, nicht nur irgendwo Ja sagen, sondern nachdenken, das tut auch ganz gut manchmal. Gut, vielen Dank. Gerne.